Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer dieswöchigen Fraktionssitzung. Ja, und Hauptbereich wird die Vorbereitung der 68. Plenarsitzung sein heute und der 69. Ganz kurz vorweg, wir haben über den Vorstandstracker einen Antrag für einen nicht öffentlichen Teil von Dietmar, der aber heute leider nicht da ist. Von daher würde ich das ganz gerne aufs nächste Mal schieben. Und es gibt für den Bereich Personal auf Anregung der Presse über den Vorstand einen zweiten Bereich für nicht öffentlich, den wir gerne euch kurz vorstellen möchten. Gibt es dazu Rückfragen? Daniel, bitte. Was ist mit dem beantragten nicht öffentlichen Teil von Daniel? Wo war der? Also das, ja, hier Mailingliste lief das, glaube ich. Das habe ich ehrlich gesagt an der Stelle nicht wahrgenommen, denn weil für die Vorbereitung benutzen wir den Tracker an der Stelle. Also ja, das ist ja egal, wie ihr euch da organisiert. Daniel ist ja noch nicht hier, ich übernehme das. Er hat eine Stunde beantragt, nicht öffentlichen Teil, personenbezogene Daten, mehr weiß ich nicht. Okay. Auch, den kriegen wir, das ist... Ah. Okay, haben wir jetzt also einen zweiten nicht öffentlichen Teil regulär. Dann machen wir eben zwei Kurzabstimmungen dazu, persönliche Daten. Wird knapp, hoffentlich schaffen wir das zeitlich. Okay, also einmal für den nicht öffentlichen Bereich Personal aufgrund der Vorstandsanfrage. Wer spricht sich für diesen nicht öffentlichen Teil aus? Wer spricht sich dagegen aus? Enthaltung an der Stelle? Sehe ich nicht, also einstimmig. Kommen wir zum zweiten Punkt, den von Daniel D. übernommenen nicht öffentlichen Teil von Daniel S. in Bezug auf, was war es, persönliche Daten und angesetzter Zeitraum war? Er hatte geschrieben eine Stunde und es ging um personenbezogene Daten. Ich hatte nachgefragt noch, aber ich weiß nicht mehr. Bitte? Der Björn macht das, glaube ich. So. wer spricht sich für diesen nicht öffentlichen Teil aus an dieser Stelle? Ich warte mal kurz, ja. Wer spricht sich, Danabot? Okay. Wer spricht sich gegen diesen nicht öffentlichen Teil aus an dieser Stelle? Wer enthält sich an dieser Stelle? Gut, dann haben wir zwei nicht öffentliche Teile. Ja, bitte. Ich frage Sie in die Runde. Also ich habe keinen Diskussionsbedarf mehr. Es gab ja also wir haben ja Fanpost bekommen. Ob wir in dem Kreis nicht öffentlich da noch drüber sprechen wollen. Also wir können das auch öffentlich machen, mir ist das relativ gleich. Wir müssen das auch gar nicht machen, weil ich ja schon entsprechend gehandelt habe. Vielen Dank an der Stelle. Also es ist schön, wenn solche Sachen, auch solche Ideen, vor Eintritt in die Tagesordnung allerspätestens kommen. Das ist danke für den Startschuss. Es wäre auch schön, wenn eine Vorstandssitzung stattfinden würde, dann, wenn sie angesagt ist. Ah, wunderbar. Der WDR ist da. Prima. Kommen wir zur großen Bühne. Ja, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe vergessen, an dieser Stelle bei der Organisation der vergangenen Vorstandssitzung gemäß der Satzung einmal die gesamte Runde zu informieren, dass wir unsere Vorstandssitzung am vergangenen Freitag abgehalten haben und nicht am gestrigen Montag. Ich kann dann nur um Nachsicht an dieser Stelle bitten und würde jetzt ganz gerne in der Tagesordnung weiter voranschreiten. Vielen Dank.
Kommen wir zu Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Also okay. Ich hatte jetzt schon noch einen Antrag gestellt. Würdest du ihn dann bitte ausformulieren? Bitte? Also toll wäre ja gewesen, wenn es irgendwie Feedback dazu geben würde, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich beantrage einfach mal 15 Minuten nicht öffentlichen Teil dafür. Also wir können das, wenn ihr kein Interesse habt, machen wir das auch öffentlich. Okay. Datenschutz? Ich beantrage einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt. Nee, komm, wir machen das nicht öffentlich. Würdest du dich jetzt bitte entscheiden? Nicht öffentlicher Teil, 15 Minuten. Datenschutz ist schon... Ich wollte nur gucken, Schreibi ist parat, netterweise. An dieser Stelle also der nachträglich beantragte nicht öffentliche Teil in einer Länge von 15 Minuten mit dem Bezug auf Datenschutz von Daniel Düngel. Wer spricht sich für diesen nicht öffentlichen Teil aus an der Stelle? Wer spricht sich gegen diesen nicht öffentlichen Teil aus an dieser Stelle? Ja. Wer enthält sich? Ja. Gut. Wäre damit Top 1 erledigt oder gibt es noch weitere Anmerkungen diesbezüglich? Das ist jetzt nicht der Fall. Kommen wir also zu Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Wir haben das Protokoll natürlich entsprechend verlinkt. An dieser Stelle würde ich ganz gerne der Pressestelle den Vorzug überlassen, wenn sie denn möchte. Schönen guten Morgen. Ja, so, wir beschäftigen uns in diesen Tagen logischerweise mit den anstehenden Plenartagen. Die Plenarübersicht ist soweit vorbereitet, dass wir gleich die ganzen Texte traditionell hier an die jeweiligen Antrag einreichenden MDL verteilen können, mit der Bitte um kurzes Feedback und Freigabe, sodass wir dann gegen 12.30 Uhr die Plenarübersicht rausschicken können. Da an der Stelle mit den Plenartagen bitte nochmal zur Kenntnis nehmen, dass wir in der Pressestelle sehr gerne eure Redetexte hätten, bevor ihr eine Rede haltet, und zwar zu allen Tops. Alle Reden wäre super, damit wir da auf der Pressetribüne entsprechend Journalisten impfen können, dass ihr uns eure Reden in welcher Form und Art auch immer, wir nehmen selbst Post-its, gerne kurz zur Verfügung stellt. So, und das Dritte ist außerhalb der regulären Plenarbegleitung, dass wir da halt eben bei der aktuellen Nachrichtenlage einen Fokus auf die Flüchtlingsthematik legen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, dass wir da unseren Eilantrag und die aktuelle Stelle und insgesamt dieses Thema entsprechend begleiten. Fertig. Vielen Dank, Ingo, an dieser Stelle. Gibt es da Nachfragen bezüglich der Presse aktuell? Okay. Harald, hast du aus Sicht des FGF? Ausnahmsweise nicht. Okay. Ich von meiner Warte aus an dieser Stelle auch nicht. Von daher würde ich ganz gerne Top 2 schließen und zu Top 3 kommen, der Vorbereitung des Plenums, welches ja ein bisschen aufwendiger wird. Ich würde an der Stelle... es liegen mir bis dato keine Änderungs- oder Entschließungsanträge im Tracker vor. Zur Not möge man mich korrigieren. Und wollte jetzt für den Bereich der Reden- und Abstimmungsempfehlungen ausnahmsweise an Moni übergeben. Ja, mache ich gerne. Ja, wir gehen einmal das Plenarpad durch und gucken, ob wir überall einen Redner haben.
Wir fangen an mit der Aktuellen Stunde zum FDP-Antrag für den Erhalt eines fairen und leistungsgerechten Schulsystems. Ich kann da gerne was zu sagen, freue mich aber auch, wenn noch ein Kollege, eine Kollegin sagt, ja, da steige ich mit ein, ich nehme davon 5 Minuten. Also Angebote da gerne an mich. Punkt 2, europarechtswidriges und bürokratische Tariftreue- und Vergabegesetz aufheben. Da spricht der Nico. Dann haben wir freies WLAN, das ist unser eigener Antrag, da spricht der Lukas. Dann haben wir Punkt 4, kein fauler Pakt mit dem Bund zur Fortsetzung des Schuldenstaates, da spricht der Dietmar. Ich sagen, ja, bitte. Ja, ich hatte da einen Vorschlag reingeschrieben. Ich hätte es cool gefunden, wenn der nicht einfach nur durchgestrichen worden wäre, sondern wenn man darüber reden könnte. Jetzt, hier. Ja, nee, vorab. Oder auch vorab, aber wir können das jetzt so lassen, aber Dietmar ist jetzt auch nicht da. Jetzt ist halt Dietmar nicht da. Ja, es ist halt blöd, das einfach nur durchzustreichen. Ja. Das nee, danke. Das lasse ich. Okay, sonst noch Anmerkungen? Dann machen wir weiter mit Punkt 5, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung eines, ich spare mir das, in Verbindung mit und in Verbindung mit. Eines, ich spare mir das? Ja, genau. Olaf spricht dazu. Da möchte ich auch was zu sagen. Ja, Toso? Ich bin sehr dankbar, dass der Olaf diese ganze Thematik völlig alleine wuppt, und zwar seit Monaten. Das ist extrem umfangreich, extrem diffizil, und ich bin ihm da sehr dankbar für, dass er das wirklich komplett alleine schafft. Dankeschön. Punkt 6 ist durchgestrichen. Ich gehe davon aus, dass der geschoben worden ist. Punkt 7, moderne Wasserwege finanzieren. Da habe ich den Oliver hier auf der Liste stehen. Dann haben wir Punkt 8, Gesetz zur Stärkung des Regionalverbands Ruhr, eigentlich ganz unwichtiges Thema. Da spricht der Toso. Möchtest du dazu noch was sagen? Ich habe heute Morgen schon ein Wort gesagt im Zug, was fallen wird. Bigotterie. Ich freue mich drauf. Okay, dann kommen wir zu Punkt 9. Das ist die Fragestunde. Es gibt mehrere mündliche Anfragen von der CDU, FDP. Ich weiß nicht, inwieweit Leute von euch sich da einklinken wollen. Ja, bei der FDP-Fragestunde. Bei welchem? Bei der Ja, okay. An der Stelle, wenn du, falls du sie noch nicht hast, du kannst die Fragen der FDP gerne. Daniel. Ja, danke, Michelle, dass du dich an der JEKI-Fragestunde beteiligen willst. Das finde ich gut. Noch besser fände ich, wenn wir dann kurz drüber sprechen, weil das durchaus auch ein aktuelles Thema ist. Im zuständigen Ausschuss, lass mich überlegen, wie heißt der? Familie, Kinder und Jugend. Also tatsächlich, lass uns das gerne machen, aber da fällt uns vielleicht auch zusammen was Passendes ein. Dann gibt es ja noch diese spannende Anfrage. Also Lutz Lienkämper möchte ja, ich glaube, mit der Ministerpräsidentin über Funklöcher reden. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch so pressetechnisch relevant wird. Also mindestens regional, weil die Zeitungen in Münster sind voll davon. Die finden das halt nach wie vor doof, dass die Ministerpräsidentin und auch die stellvertretende Ministerpräsidentin nicht da waren. Die finden auch doof, dass sie angelogen werden von der Ministerpräsidentin. Ist auch irgendwie uncool. Ich weiß nicht, ob wir uns daran irgendwie beteiligen wollten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht die eine oder andere Frage ganz spannend ist. Fühlt sich da jemand irgendwie zu berufen, da irgendwie sich zu beteiligen? Können wir nicht den neuen EU-Kommissar Oettinger als Fachmann mit dazu laden? Noch ist er nicht. Joachim. Also vielleicht ist das auch ein doofer Vorschlag von mir, aber ich halte das für presserelevant, weil das geht
da stellt der PGF halt eine Eilandfrage an die Ministerpräsidentin. Ich glaube, das finden die wahrscheinlich schon spannend. Simone, möchtest du das laut nochmal? Vielleicht so als Hinweis, vielleicht könnten wir da so unser Expertentum so ein bisschen zum Tragen kommen lassen. Nein, und zu Fragen erhalten, ob man, ne, wenn man da so ein bisschen technisch versucht, was zu machen. Ne, nicht? Mit Freifunk wäre das nicht passiert. Ja? Mit Freifunk wäre das nicht passiert, das stimmt. Okay, lassen wir das so an dieser Stelle stehen. Joachim, du, gibt es da auch Fragen zu, im Katalog? Gibt es nicht? Habe ich jetzt noch nicht vorliegen. Okay. Ich werde mich gegebenenfalls auch in diese Fragerunde halt zu salafistischer Propaganda an den Schulen einklingen können. So, wir kommen dann zu Punkt 10. 10. Gesetz zur Änderung des Stopp, ja. Jo, anscheinend. Nee, nur eine Frage jetzt, weil konkret, Daniel, was ist jetzt der Punkt? Also was sollten wir dazu beitragen, zu dem Hannelore-Thema? Was hast du da im Hintergrund? Okay, gut, wenn das ich, da schon eine, aber ich es gibt eine Abstimmung. Okay, dann habe ich das so gerade nicht mitgekriegt, alles klar. Dann ziehe ich den Punkt gerade zurück. Okay, weil ich hatte jetzt verpasst, dass ich das machen soll. Also ich mache das gerne im Plenum, dann arbeite ich da was aus. Ich war jetzt etwas irritiert, aber wenn es einen Plan gibt, ist gut. Dann ist, weil ansonsten finde ich das nicht so wertvoll, den Punkt. Das war nur ein Versuch von politischem Gespür. Entschuldigung. Geklärt? Gut, kommen wir jetzt zu Punkt 10. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Der Michel redet dazu. Unten stehen die Entscheidungsempfehlungen drunter. Was denn? Ich wusste, das 11. Gesetz. Ihr könnt doch nicht einfach der Gesetz werden. Was? Ist es das 11. Gesetz? Es ist das 11. Von denen ist es das 11. Gesetz. Ich dachte, es wäre eine Nummer. Okay. Eine schlechte Nummer. Hör mal, Nicole. So, geklärt. Dann kommen wir zu Punkt 11. Schule für Kranke, grundsätzlich auch für Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern öffnen. Abstimmungsempfehlung. Wir werden dem Entschließungsantrag von SPD Grün zustimmen und den CDU-Antrag ablehnen. Dann haben wir 12. Mehrwegquote stabilisieren und erhöhen. Simone? Ich hatte schon drunter geschrieben, ich würde gerne, dass wir uns dem Antrag anschließen, weil das ist, da gibt es einfach nichts dran zu meckern. Und dann würde ich heute Nachmittag noch versuchen, dass es dann Neudruck gibt. Es geht um Verbraucherschutz, es geht um mehr Mehrweg, um weniger Einweg. Ich wollte kurz fragen, ob jemand was dagegen hat, dass wir uns diesem Antrag anschließen. Mhm. Dankeschön, dann werde ich mich dann heute Nachmittag darum bemühen. Dankeschön. Kommen wir zu Punkt 13. Personalgewinnung des Landes Nordrhein-Westfalen muss der gesellschaftlichen Vielfalt gerecht werden. Das ist auch Simone. Möchtest du noch was zu sagen? Nein. Was ihr wissen müsst, steht alles darunter und alles gut. Die Monitore gehen nicht mal. Okay. Punkt 14. Neues Kriminalitätsphänomen erfassen und konsequent gegen sogenannte Antänzer vorgehen. Dirk was sagen. Dirk, möchtest du uns dazu was erzählen? Komm, Alter, Antänzer. Ich meine, was soll ich dazu erzählen? Ich freue mich auf die Rede. Vielleicht tanzt sich ja was am Pult. Mal gucken. Frank. Ich möchte dazu sagen, es gab eine harte Auseinandersetzung, wer diese Rede halten darf. Aber Dirk hat gewonnen. Okay. In Hagen. Erweiterung des Untersuchungsauftrags. Punkt 15, Erweiterung des Untersuchungsauftrags des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses WestLB. Das geht ohne Debatte. Dann haben wir 16. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Verbesserung der Sicherheit in Justizvollzugsanstalten des Landes NRW.
Dietmar oder Dirk, ist das geklärt? Dirk, guckst du mal bitte? Gut, dann spricht der Dietmar dazu. Ja, Frau Aas. Dann haben wir Punkt 17, da geht die Rede zu Protokoll. Siebtes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Wer schreibt die Rede? Wer ist da zuständig? Lara. Frank? Lara schreibt die Rede. Okay. Dann haben wir Punkt 8. Punkt 18, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Landesfarben des Landeswappen und andere Landesflagge und die Landesflagge. Da wird die Rede auch zu Protokoll gegeben, auch Frank, prima. Dann haben wir Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das öffentliche Flaggen. Frank, nimmst du dreifarbiges Papier? Ja, das machst offensichtlich. Komm Frank, öffentliches Flaggen. Dann, auf geht's. Das machst du offensichtlich auch. Ich möchte, dass die Rede so aussieht. Dann haben wir Gesetz zur, hey, hallo, Gesetz zur Aufhebung. Gesetz zur Aufhebung der Verordnung über die Gewährung von Unterhaltshilfen an Rechtsreferendare. Da habe ich weder ein Referent. Rede geht zum Protokoll. Wer macht das? Ist das irgendwie geklärt? Rechtsreferendare. Also ich meine, es ist Nico, habt ihr darüber vielleicht gesprochen, du und Dietmar? Das hört sich so nach Rechtsausschuss an. Okay, dann ist der Dietmar denn heute Nachmittag im Haus oder ist er den ganzen Tag weg? Okay. Dann haben wir eine Einbringung, Gesetz zur Änderung des Baukammergesetzes. Das ist eine Ausschussüberweisung. Dann haben wir Gesetz zur Verlagerung der Vollzugsaufgaben, Abwasserabgabe. Da haben wir auch eine Ausschussüberweisung, ist eine Einbringung. Du möchtest was sagen? Ja. Nur ganz kurz, bei der 20 noch zwei Schritte zurück. Das ist nicht im Rechtsausschuss gewesen, sondern im HFA. Das scheint also tatsächlich einfach. So, ich bin jetzt bei Top 23, Haushaltsrechnung des Landes NRW. Das ist auch eine Einbringung. Dann sind wir bei Punkt 24. Ebenfalls ohne Debatte, da habe ich den Matthias hier stehen. Und dann in den Ausschüssen erlegte Anträge und Beschlüsse zu Petitionen. Dann machen wir am Donnerstag weiter. Da ist halt die Unterrichtung der Landesregierung in Verbindung mit der Aktuellen Stunde und unserem Eilantrag. Da habe ich Redner 1, Redner 2, da steht noch niemand. Wer? Frank und Joachim? Möchtest du was sagen oder möchtest du dich melden als Redner? Wie Block 1? Wir haben, glaube ich, 16 Minuten, 2x8 Minuten an dem Punkt zur Verfügung. Ich will auch nur anführen, bezogen auf den ersten Punkt, von daher bin ich froh, dass Michelle sich gemeldet hat. Ich hätte sonst auch gerne zu dem Thema Gymnasien was erzählt, aber das wäre hier eine, glaube ich, ungeschickte Aufwertung dieses Themas der Aktuellen Stunde gegenüber der Flüchtlingsproblematik, die ja viel deutlicher ist. Und ich hoffe, Frank, wir kriegen da einen schönen abgestimmten zwei Redeslots hin, wenn ihr das recht habt. Wir müssen mal gucken, wer den ersten und wer den zweiten macht. Ne? Also ich würde gerne... Wir stimmen uns ab. Ich würde gerne grundsätzlich werden. Ich würde nach Aufgaben der staatlichen Hoheit im Bereich Flüchtlingspolitik und Versorgung fragen. Ich glaube, da kann man richtig was draus machen. Ja, herzlichen Dank. Punkt 2, Konsequenzen aus der wirtschaftspolitischen Fundamentalkritik. Da habe ich den Daniel Schwert hier stehen. Der ist aber nee, im Moment nicht da, das wird ja okay sein. Dann haben wir Bildungsqualität fördern, Gymnasien in ihrem pädagogischen Auftrag stärken. Das ist das Gleiche wie die Aktuelle Stunde eigentlich. Mache ich. Und was? Teil 1. Teil 2 kommt dann beim nächsten. Vielleicht gibt es auch Teil 25. Wir warten das mal in Ruhe ab. Lass uns Teil 2. Ja? Und der Punkt 4 ist unser Antrag Joker-Tage. Der ist durch den Ausschluss gelaufen und wird jetzt hier halt, wir hatten in dem umgekehrten Verfahren, der wird hier nochmal aufgegriffen. Punkt 5, Ausweitung gebührenpflichtiger Polizeieinsätze prüfen. Da habe ich den Dirk hier auf der Liste stehen. Dann haben wir
Schulsozialarbeit in NRW über das Jahr 2014 hinaus sicherstellen. Da steht jetzt hier mit Fragezeichen namentlich. Olaf, bitte. Genau, dazu wollte ich jetzt, oder das wollte ich jetzt hier fragen, das abstimmen lassen oder so. Also ich fände es sehr gut. Ich bin durch im AK1 vom Lukas darauf hingewiesen worden, dass man das machen könnte. Und die Sache, warum ich das wirklich gerne machen möchte, ist, es sind sehr viele oder es sind immer wieder Leute hier, andere MDLs, auch auf den Demos und den Veranstaltungen gewesen. Und dann sollen sie hier im Landtag deutlich mit ihrem Namen Nein sagen. Das fände ich also wirklich eine Sache, das sollte so sein. Also den Schmerz möchte ich Ihnen dann ehrlich gesagt dann zumindest beibringen, wenn Sie sich schon so verlogen verhalten. Ich glaube, also in dem Zusammenhang kann man auch noch mal darauf hinweisen, dass das ja an der Stelle finanziell knapp etwas um die 1500 Arbeitsplätze im Bereich der Schulsozialarbeit damit dranhängen, die dann nämlich wegfallen würden. Richtig? Okay, gibt es, ja, Toso? Auch da möchte ich nochmal sagen, Olaf, wann hast du deinen ersten Antrag dazu eingebracht, um diese Arbeitsplätze zu retten, diese Arbeit zu retten und die Finanzierung sicherzustellen? So roundabout? So roundabout vor etwa ein Vierteljahr. Ja. Und was ist uns immer noch gesagt worden im Ausschuss dazu? Es sind Verhandlungen mit der Bundesregierung am Laufen, dass die Kosten übernimmt. Und jetzt nach einem Jahr sind die Verhandlungen, geben Sie zumindest zu, dass die Verhandlungen nicht zum Erfolg geführt haben. Ich hatte immer diesen kleinen Blüm im Hinterkopf. Die Rente ist sicher. So. Gibt es irgendwie Widerspruch dagegen, das namentlich abstimmen zu lassen, oder ist das hier Konsens? Schön, am Ende des Plenums. Super. Sehe keinen Widerspruch. Das ist dann auch, das hat natürlich jetzt was ganz Charmantes, weil das ist der letzte Tagesordnungspunkt und dann wird es halt ein bisschen schwierig, auch vorher abzuhauen. Und da der Punkt 7 ist aufs nächste Plenum verschoben worden. Ich nehme das so als Arbeitsauftrag mit an der Stelle. Ne? Und okay, dann sind wir mit dem Plenum fertig. Ich glaube, der einzige Arbeitsauftrag ist jetzt noch mal mit Dietmar zu sprechen, was diesen einen Tagesordnungspunkt betrifft, richtig? Gibt es sonst noch Anmerkungen zum Plenum? Irgendwas, das noch Entschließungsanträge, Änderungsanträge in Arbeit sind, womit wir irgendwie rechnen sollten? Ich habe nur eine Frage, weil ich da nicht auf dem aktuellen Stand bin. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir vor dem letzten Plenum beschlossen, dass wir beim letzten Plenum nicht den Antrag stellen, was die Wahl des Landtagsvizepräsidenten angeht. Gab es da weitere Gespräche? Weil ansonsten wäre das jetzt aus meinem Verständnis dieses Plenum gewesen, wo das besprochen wird. Oder gibt es eine Vereinbarung, dass das später stattfindet oder sowas? Ich hatte das auf die Mailingliste auch geschrieben. Vielleicht hast du das nicht mitgekriegt. Also es hat Gespräche gegeben und es ist genau das, was im Ältestenrat gesagt worden ist, dass man nämlich warten will, bis das Ergebnis vom LKA da ist. Der Joachim hatte gestern, glaube ich, auch noch mal geguckt. Und bisher haben wir halt nichts Offizielles. Also wir warten einfach darauf, dass da jetzt dieser ganze Vorgang irgendwie abgeschlossen ist. Joachim, bitte. Kurz zur Kenntnisgabe, das hat sich gestern Vormittag erst ergeben. Es gibt eine Anfrage seitens der Fraktion an die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft zum Zwischenstand der Ermittlungen. Der zuständige Staatsanwalt ist aber erst nächste Woche wieder da. Ich bin dann auf einer Ausschussreise und ich werde Marc mit einer Vollmacht ausstatten, diese Frage dann auch schriftlich per Fax stellen zu können. Ja, und ich als zweiter Anzeigerstatter bin auch nicht da. Deshalb. Wir drücken uns. Wir drücken uns. Ich drücke da die Wilderer auf Malta, aber im Vogelschutzcamp und so weiter. Daniel. Nur rein formell, weil wir damals den Beschluss so gefasst haben, weil wir damals auch, glaube ich, Kai wäre das gewesen, der einen anderen Antrag gestellt hatte, das quasi dir zu überlassen, wann auch immer dieser Abstimmungspunkt im Plenum kommt. 3 Monate. Ja, aber wir haben uns, also ich mag mich täuschen, aber wir haben uns, glaube ich, dazu entschieden, das eben
quasi im übernächsten Plenum, also sprich jetzt diese Woche zu machen. Seid ihr euch sicher? Ich will das nur nicht, dass es nachher irgendjemand hier irgendwie rumweint oder irgendwie sowas. Ja, das ist Zufall, keine Ahnung. Also ist das okay? Ich habe das so auch mitgenommen, dass das in meiner Hand liegt, sage ich mal, für die 3 Monate. Wenn das nicht passiert ist, dann werden wir das hier nochmal in der Fraktion uns damit befassen. Das war das Ergebnis für mich aus der Fraktionssitzung, wo wir darüber gesprochen haben. Okay, wenn, ja? Ich glaube, wenn das so ist, dann ist das für mich so in Ordnung. Okay, gut. Dann wollte der Grampi gerne noch was sagen. Ich habe da noch eine ergänzende Anmerkung für ein anderes wichtiges Thema, was das gesamte Land betrifft an dieser Stelle. Das ist der NSU-Untersuchungsausschuss. Und auch in dem Zusammenhang ist es ja so, dass da die Entwicklung glücklicherweise auch weiter voranschreiten. Und ich hoffe an der Stelle, dass auch dieser Antrag entsprechend von allen Fraktionen dann im Novemberplenum auch beschlossen wird, ist meine Hoffnung an der Stelle. Wollte ich nur gerade angemerkt haben. Ja, vielen Dank. Damit sind wir dann durch und ich würde jetzt auch zurück an dich übergeben. Vielen Dank, Moni, an der Stelle. Damit ist Top 3 durch für die kommenden 2 Plenartage. Und dann kommen wir zu Top 4, ein paar Umlaufbeschlüsse. Es gab mehrere erfolgreiche Umlaufbeschlüsse, die einfach so durchgingen, auch in Bezug auf aktuelle Stunde. Diverse Unterstützung. Es gab 2 Umlaufbeschlüsse, die nicht erfolgreich abgeschlossen waren an dieser Stelle. Demzufolge nach laut unserer Satzung landen sie automatisch auf der Tagesordnung. Und den ersten Antrag in der Hinsicht, der ist von Nico, beschäftigt sich mit dem Bereich der Presse MDL. Da würde ich ganz gerne an Nico übergeben. Ich hatte da lediglich das formuliert, was hier in der letzten Fraktionssitzung besprochen wurde. Dürfte allen bekannt sein. Begründung steht da. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gut. Gibt es dazu weiteren Gesprächsbedarf an der Stelle? Von daher steht dann jetzt trotzdem dieser Antrag. Toso, bitte. Gibt es denn zurzeit überhaupt noch eine Zuständigkeit eines einzelnen MDL? So wie ich das verstanden habe. Ist an. Ich halte das mal zu. Entschuldigung, Jaroslav. So wie ich das mitgekriegt habe, gibt es ja im Moment eh keinen. Also das ist ja Beschluss über. Wir haben es vielleicht nicht entsprechend umgesetzt, alle gemeinsam. Dann müssten wir halt formell sozusagen die bisherige Funktion einfach mal eben kurz aufheben an der Stelle. Ingo. Also sollte es jemanden geben, fähig für die Information, dankbar. Nee, das geht dich überhaupt nichts an. Doch, weil das ja einstimmig dann auch die Beschlusslage der de facto Lage anpassen und das dann jetzt, dann spricht ja nichts dagegen, dem zuzustimmen. Ja, wie gesagt, jetzt ist die Möglichkeit für den Gesprächsbedarf an der Stelle. Von daher, Toso. Es gibt die Funktion anscheinend zurzeit nicht. Warum soll ich jetzt über irgendwas abstimmen? Macht die gar Funktion, keinen Sinn. Die Funktion schon, das ist halt nur nicht besetzt. Ja, aber macht keinen Sinn. Also. Also in dem Antrag wird da ja schon was definiert. Der Vorstand ist zuständig und dann insbesondere der Vorstandsvorsitzende, Fraktionsvorsitzende. Und ich finde, dass man das dann auch erstmal so wirklich offiziell festlegen kann. Und dann haben wir die Kuh vom Eis. Und wenn irgendwie mal Handlungsänderungsbedarf ist, es eine bessere Lösungsvorschläge gibt, kann man das halt wieder auf die Tagesordnung setzen. Gut, an dieser Stelle gehen wir dann zur Abstimmung. Und von daher ist die Frage also, wer stimmt für den Antrag von Nico der Abschaffung der Funktion des Presse-MDL oder der Presse-MDL, einfach vom Formalia her? Ja. Ja.
Wer, bist du durch mit den Pro-Stimmen? Ihr könnt die Hände runternehmen da drüben. Wer spricht sich gegen diesen Antrag aus? Wer enthält sich an der Stelle? Gut. Damit ist der Antrag angenommen. Das bedeutet, der Vorstand ist jetzt. Ja. Und somit, genau. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Kostenübernahme-Seminar zum Thema Kirche mischt sich ein, via Michel. Michel, möchtest du ganz gerne? Ja, was soll ich dazu sagen? Da ist ein Seminar, das ist zweitägig, da geht es um Kirchengedöns und da würde ich gerne hin und da habe ich eine Kostenübernahme beantragt. Und da wir bis jetzt das schon häufiger gemacht haben und anscheinend, wie ich hinterher festgestellt habe, häufiger auch nicht gemacht haben, wird da jetzt wahrscheinlich eine Grundsatzdiskussion losbrechen, aber der Antrag steht halt da und es haben halt 9 Leute nicht abgestimmt. Ich kann eigentlich nur sagen, weil ich kann mich eigentlich nur beschweren darüber, wie schlecht die Beteiligungsquote bei Abstimmungen ist und das war's. Gut, an der Stelle habe ich Moni, Frank und Danebot. Also ich möchte nicht in der Fraktionssitzung darüber abstimmen, ne? Wer zu welcher Veranstaltung Geld bekommt. Echt nicht. Ich glaube, wir haben einen Geschäftsführer und ich fände es schön, wenn wir da nochmal eine Regel formulierten, wo jeder auch Bescheid weiß. Und wo das tatsächlich geklärt ist. Ich weiß, dass das offensichtlich ein Punkt ist, wo es bei einigen Leuten Diskussionsbedarf gibt, aber bitte lasst uns nicht hierher gehen und hier solche Diskussionen führen. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Harald, mit dem man das tatsächlich dann auch klären kann. Jo. Ne, aus der Abstimmung, aus einzelnen Wortbeiträgen dazu hat sich ja schon ergeben, dass da Diskussionsbedarf ist. Jetzt hier heute ist sicherlich die falsche Stelle dafür, vor allen Dingen völlig unvorbereitet, einfach mal so geht das gar nicht. Ich denke, Hinweis an den Fraktionsgeschäftsführer und sowas ist sicherlich klar, aber die Fraktion braucht Kriterien, die sie noch nicht hat. Die müssen wir erarbeiten. Und mein Vorschlag wäre an der Stelle, die Fraktion muss es entscheiden und die Fraktionäre wissen, was besprochen wurde, dass es also eine Pro-Rede gibt und eine Kontra-Rede zu dem Punkt. Es geht um die Kostenübernahme. Entschuldigung für den Einwurf, ich weiß nicht, ob das Mikro das mitgekriegt hat. Natürlich geht es hier um einen konkreten Punkt, den wir jetzt gleich abstimmen. Nein, es geht um die Grundsatzdiskussion dahinter, die auch gerade angemerkt wurde von Moni. Und diese Grundsatzdiskussion muss geführt werden. Und dazu möchte ich vorschlagen, dass sich halt Leute, die dafür sind und Leute, die dagegen sind, jeweils Gedanken machen und ein Arbeitspapier erarbeiten, damit wir hier zu einer Entscheidung kommen. Und ansonsten würde ich vorschlagen, diesen Punkt abzulehnen. Danebot. Ich hatte das ja schon auf der Mailingliste gesagt oder geschrieben. Wie Moni sagte, wir brauchen Kriterien. Ich bin dafür, eine Bagatellgrenze einzuführen, dass man sagt, im niedrigen dreistelligen Bereich kann man selber tragen. Dafür haben wir als MDL halt genug Geld. Und dann was drüber liegt, halt wird von der Fraktion getragen. Aber weil wir eben diese Regeln nicht haben im Moment, bin ich auch durchaus bereit, dem Antrag von Michel, wenn jetzt hier andere Sachen interessant sind, könnt ihr euch gerne zu Wort melden. Also ich bin durchaus geneigt, dem Antrag von Michel dazu zu stimmen, weil es eben keine Regelung im Moment gibt. Ich möchte nur kurz daran erinnern, es geht in diesem Fall um einen konkreten Antrag, nicht um die Metaebene und gebe das Wort an Michel. Gut, Harald, komm. Ich habe dich als Nächsten erfasst. Ja, also im Gegensatz vielleicht zu der einen oder anderen Auffassung gibt es dazu schon lange eine Regelung. Wir haben damit in der Regel auch kein Problem.
Ich finde nicht, dass das hier auf die Vorstandssitzung gehört. Schon gar nicht 98 Euro. Ich lache mich gleich kaputt. Ja, das kann man alles bilateral klären. Und selbstverständlich werden diese 98 Euro für ein Seminar nicht übernommen. Das ist Praxis der Fraktion. Und Frank, du hast ja gerade noch mal die Grundsatzfrage aufgeworfen. Selbstverständlich kann ich gerne machen, dazu noch mal ein paar Zeilen zusätzlich aufzuschreiben. Das ist ja gar keine Frage, aber außerhalb dieser Fraktionssitzung, das mache ich gern demnächst, nächste Woche vielleicht. Gut, Michel? Ja, ich habe gerade als erste Reaktion sofort gehört, das gehört ja hier sowieso nicht hin, wenn dann sowieso an Vorstand und so. Ich habe darüber geredet mit jemandem aus dem Vorstand und der hat mir gesagt, ich soll doch bitte einen Umlaufbeschluss dazu machen. Das habe ich getan, leider ja letzte Woche, wie einige mitbekommen haben, ein bisschen verkackt, den Umlaufbeschluss, weil er nicht sichtbar war für euch, sondern nur für mich. Man muss mit diesem Redmine irgendwie auch umgehen können, aber dafür habe ich ihn ja dann neu eingestellt. Das hängt natürlich auch zusammen mit der Grundsatzdiskussion, die der Dirk aufgeworfen hat. Also ich habe gerade schon wieder Vorschläge gehört, die hören sich sehr nach dem an, was der Dirk vorgeschlagen hat, obwohl er dafür ein bisschen niedergebrüllt wurde, hatte ich so das Gefühl, aber sei es drum. Ja, wir können gerne die Grundsatzdiskussion aufmachen, aber jetzt bitte über das Ding hier abstimmen. Wenn das nicht übernommen wird, dann gehe ich da halt nicht hin, fertig. Gut, dann hätte ich jetzt hier als letzten Redner den Joachim auf der Liste. Ich ziehe zurück. Gibt es dann noch weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt für den konkreten Fall? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Daniel Schwert, bitte. Ich kann das auch ins Mikro sagen. Auweia, auweia, auweia. Okay. Von daher, wer stimmt für Michels Antrag an dieser Stelle? Dem bitte ich jetzt um das Handzeichen. Wer spricht sich gegen diesen Antrag von Michel aus an dieser Stelle? Ja. Wer enthält sich bei Michels Antrag? Haben wir denn für ein Ergebnis an der Stelle? 7-8. Demnach. Also 8-7. 8-7, stimmt. Wurde der Antrag angenommen? Ja. Einfache Mehrheit. Ist eine rechtliche Frage, können wir dann klären. Gut. Damit sind wir mit Top. Ich hätte das genauso gemacht. Ich habe es auch zweimal gemacht, also ich lege einfach. Damit sind wir bei Top 4 durch zu diesem Zeitpunkt und kommen zu Top 5. Die Anträge von Olli und Frank von vergangener Woche in Kombination. Daniel Düngel, Olli und Frank hatten eine erweiterte Fassung angekündigt, angeregt. Von daher, wer von euch drei möchte dazu was sagen an der Stelle, zu diesem Zeitpunkt? Olli? Ja, Punkt 1, den ich hatte, der hier unter Punkt 2 steht, ist ja die Sache mit den Blitzlichtrunden. Dazu glaube ich, das konkurriert nicht mit Franks Antrag. Wir haben ja schon vereinbart, dass wir nach Plenarsitzung, oder wir haben vorübergehend vereinbart gehabt, dass wir zwei Blitzlichtrunden machen, nämlich was war gut im Plenum, was war schlecht im Plenum, was können wir besser machen, im Grunde ist die bessere Frage. Und ich würde gerne das regulär machen wollen,
und nicht nur nach Plenarwochen, sondern generell, weil es eine schöne Möglichkeit ist für uns hier gegenseitig Feedback zu geben, und zwar nicht nur, wenn irgendwas schief läuft, sondern auch, wenn irgendwas gut läuft. Was wir bei dem Blitzlichtrunden gemerkt haben, ja, eigentlich viel mehr ist, als das, was schief läuft. Wenn man kein Feedback, kein regulär, also kein institutionalisiertes Feedback gibt, gibt es meistens halt nur das Negative. Das waren die Blitzlichtrunden. Das andere, da gab es noch Diskussionen darum, ob es sich mit Franks Antrag verträgt. Wir wollten, also die grundlegende Sache war, wir wollten mehr über Politik diskutieren, auch in der Fraktionssitzung, oder mehr politische Themen in der Fraktionssitzung thematisieren. Das haben wir auch heute zum Beispiel, haben wir zwar die Plenarübersicht gemacht, aber man natürlich in Anführungsstrichen nicht über die Punkte geredet. Weil wir eben durch diese Plenarübersicht durchgehen wollten, und wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass eher blöd ist, an der Stelle dann eine große Diskussion um einen Punkt oder sowas aufzumachen, weil es eben nicht an die Stelle gehört. Franks Vorschlag dabei ist, das kann er gleich auch noch selber nochmal erklären, einen relativ flexiblen politischen Teil zu machen. Ich persönlich habe da die Bedenken, dass, wenn es zu flexibel gehandhabt wird, wir im Grunde vorher festlegen müssen, über welches politische Thema diskutiert wird. Und dieses Festlegen des politischen Themas, über das diskutiert wird sozusagen, oder welches auf der Tagesordnung steht, muss ja irgendwo passieren. Mein Vorschlag dabei war, dass jeweils ein MDL dran ist. Das klingt zwar relativ starr, aber ich glaube, es funktioniert einfach automatisch so am besten. Jeweils ein MDL ist dran, ein politisches Thema rauszusuchen, sich intensiv darauf vorzubereiten und auch das mit einer Rede zu starten. Damit haben wir im Grunde einen sehr schönen Einstieg, einen sehr schönen, positiven, motivierenden Einstieg in die Fraktionssitzung. Und dann dort eine Diskussionsrunde anzuschließen. Klingt sehr starr, hat aber den Vorteil, dass sich wirklich jemand intensiv darauf vorbereitet, dass jeder auch schon vorher das Thema kennt und weiß, wer vorträgt, dass wir keine Diskussion darum haben, was ist jetzt gerade das aktuellste oder das interessanteste Thema, Vorstand muss sich nicht mit beschäftigen und so weiter und so fort. Wir machen ja das ja für jede Plenarwoche im Grunde ständig. Wir haben ja pro Plenarwoche so 30 bis zu 60 manchmal Themen und Slots, 30 bis 50 Slots, die wir belegen müssen und wo wir Reden halten müssen, wo wir uns tief einarbeiten, wo wir thematisch vorbereiten. Ich finde, das könnten wir für die Fraktionssitzung auch tun. Es ist in dem Fall nicht nur für uns, sondern durchaus auch, den Stream ein bisschen attraktiver zu machen. Ich lasse deshalb meinen Antrag so stehen, und wenn Frank noch was dazu sagen möchte, ich glaube, das lässt sich durchaus mit Franks Vorschlag verbinden, also es muss ja nicht um 10 Uhr anfangen, und es passt ja in Franks Zeitraster rein, aber ich glaube, der große Unterschied ist, dass ich gerne einen Automatismus drin hätte, wer das politische Thema aufwirft und Frank es gerne flexibler handhaben möchte. Ja, also mir ging es hauptsächlich eigentlich um Zeitraster und dass wir die thematischen, die Inhalte unserer Fraktionssitzung halt ein bisschen aufteilen in zwei große Blöcke hauptsächlich, nämlich den politischen und den organisatorischen. Dadurch, dass wir immer noch sehr viel selber mitgestalten, hier auch was organisatorische Abläufe angeht, und wir das mit den politischen Inhalten völlig mischen, das geht also hin und her in jeder Fraktionssitzung, finde ich das auch von der Wahrnehmbarkeit nach außen, was wir machen,
das kann man schöner gestalten, weil wir arbeiten ja schon politisch. Wir haben auch Inhalte hier und die sollten wir einfach deutlich rausstellen. Und das sollte man den Anfang jeder Fraktionssitzung stellen, nachdem Vorstand und Presse berichtet haben. Dann das halt, was wir politisch machen und den organisatorischen Teil, wie gesagt, den wir immer wieder haben, einfach hinter die Pause packen. Das ist so mein Hauptanliegen eigentlich dabei. Insofern, wie jetzt dieser politische Teil gestaltet wird, ist völlig offen. Also hier das Ding mit dem, dass wir ein Thema reihum nehmen, das kann ein guter Start dafür sein. Oder gibt es viele Möglichkeiten. Eine Tagesordnung grundsätzlich wäre zum Beispiel für diesen Teil auch gut am Freitag. Wenn wir am Freitag grob, das muss ja jetzt nicht dieser politische Teil, anderthalb Stunden, der muss ja nicht ausgefüllt sein mit der Tagesordnung, aber wenn da ein, zwei Dinge draufstehen, die dann halt am Dienstag besprochen werden, sodass halt auch jeder Zeit hat, sich ein bisschen vorzubereiten, passieren dann am Wochenende andere Dinge, die dann auch besprochen werden in diesem Zeitraster. Also, mein Appell wäre, auch jetzt an die Sitzung jeweils vorbereiten, halt mit meinem Vorschlag Struktur, das ganz formale Vorstand, Presse zuerst, Viertelstunde, dann der politische Teil, nach der Pause die organisatorischen Dinge, die wir halt immer haben. Die Dinge, einfach jedes Thema so aufzuteilen. Und ja, ich wiederhole mich jetzt, was den politischen Teil angeht, gerne die Ideen aufgreifen, die Olli da reingebracht hat. An der Stelle habe ich Daniel, Moni, Danebot, Oliver. Ja, zunächst euch beiden danke für den Vorschlag. Ich teile die Grundintention, die dahinter steckt. Wir können vieles dieser organisatorischen Dinge tatsächlich mit technischen Mitteln umsetzen. Das mit diesen Umlaufbeschlüssen zum Beispiel, ne? Mailinglisten können wir Diskussionen führen, das kann alles irgendwo nebenbei laufen, dafür müssen wir uns hier nicht treffen und irgendwie da groß drüber diskutieren. Ich fände es tatsächlich schön, wenn wir mehr über Politik diskutieren wollen. Was ich nur nicht weiß, ist, ob die vorgeschlagenen Dinge tatsächlich so sinnvoll sind. Also ich gehe einmal auf Ollis Vorschläge ein. Zum einen, was die Blitzlichtrunden angeht. Also ich mag die halt nicht. Ne? Also ich ganz persönlich finde mich da eingeengt, ne? Wenn ich das irgendwie in ein, zwei Sätzen dann so sagen muss. Und ich glaube zu wissen, dass daraus aus diesen Blitzlichtrunden kein Ergebnis destilliert wird. Also wir sagen dann alle 19 irgendwas oder vielleicht auch ein paar nicht. Und das führt dazu, dass wir das alle mal sagen durften. Aber es führt nicht dazu, dass wir irgendeine Handlung durchführen oder irgendwas vielleicht besser machen. Da glaube ich tatsächlich, dass das ein oder andere, was dann angesprochen wird oder wurde, tatsächlich auch diskutiert werden muss. Ich bin irritiert. Der Marschin guckt mich so mit einem süffisanten Lächeln irgendwie an. Also wenn dann Blitzlichtrunde, dann würde ich mir irgendwie wünschen, dass nach dieser Blitzlichtrunde ja irgendwie ein Ergebnis versucht wird zusammenzufassen. Wie auch immer das aussehen mag, das weiß ich nicht. Habe ich keine tatsächliche Lösung für. Zu dem zweiten Punkt. Mir gefällt da Franks, ich sag mal, offener Teil im Prinzip besser. Also ich möchte mich wirklich stark dagegen aussprechen, dass wir hier eine Reihenfolge festlegen, wo wir 19 dann halt so einen 10-Minuten-Vortrag machen müssen. Also das kann ich machen. Ich kann jetzt gleich direkt, ja weiß ich, aber nicht politisch, ne, so richtig. Also ich kann jetzt gleich zu irgendeinem familien- oder jugendpolitischen Thema hier 10 Minuten reden. Also das ist kein Ding, meinetwegen auch 20 Minuten. Ob uns das aber irgendwie nach vorne bringt, weiß ich nicht. Also vielleicht glaube ich auch, dass wenn ich jetzt heute zum Beispiel dran wäre,
Und ich würde jetzt gleich über Jeki reden und würde euch 10 Minuten was über jeden Kind ein Instrument sagen. Aber heute wäre es vielleicht wichtiger, dass der Frank einen Vortrag zu Flüchtlingen zum Beispiel hält. Oder der Kai zum Thema Klimawandel, Braunkohleausstieg und so weiter und so fort. Also die Themen, die gerade aktuell sind. Mir ist das zu starr. Ja, ich will, dass wir vielleicht, also vielleicht können wir die nächsten 2-3 Wochen einigermaßen festzurren, dass wir sagen können, also nächste Woche macht Joachim was zum Thema Hochschule. Wir müssen uns aber eine Flexibilität dabei behalten, dass wir einfach sagen können, nee, jetzt ist gerade irgendwie was Aktuelleres dran. Hochschule, wichtig, toll, aber machen wir die Woche später oder vielleicht also in 2 Wochen, weil uns ein paar andere Themen vielleicht gerade irgendwie bedeutender sind. Also das wäre mir wichtig, das irgendwie tatsächlich einzubauen, das nicht auf 19 Wochen festzulegen. Ich glaube tatsächlich, dass das viel zu starr ist. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir gerade so die aktuellen Themen behandeln. Und die aktuellen Themen, die sind für uns, die ergeben sich sicherlich aus Presseberichterstattung, die geben sich ansonsten aus den Themen, die halt gerade hier im Landtag irgendwo unterwegs sind. Ja, vielen Dank, Daniel. Ich übernehme jetzt nochmal vom Grampi eben, stehe selber auf der Liste. Ich wollte eigentlich das Gleiche sagen wie Daniel, nur kürzer. Also ich finde dieses Raster von Frank eigentlich ganz schön und glaube aber auch, dass es keinen Sinn macht, mit MDL 1 oder 2, 3 das so durchzugehen, sondern wir brauchen tatsächlich dann die aktuelle Politik, die, das fände ich wichtig. Und vielleicht gibt es tatsächlich da irgendwie eine Lösung, dass wir dann auch gucken, was ist denn jetzt aktuell und der Entsprechende kann das vorbereiten, weil du hast es gesagt, es ist ja nichts vorzubereiten. Ja? Ploppt ein Thema auf aus deinem Fachbereich, ist es ja nicht so, dass du nichts dazu sagen könntest in 10 oder 20 Minuten. Das bedarf ja jetzt keiner großer Vorbereitung. Und ich finde auch eine offene Diskussion sinnvoller als irgendwelche Blitzlichtrunden und ähnliche Instrumente. Dann habe ich jetzt hier den Dannebot, den Oliver, den Harald, den Frank und dann den Joachim. Also ich sehe ein bisschen ein Problem bei einer politischen Diskussion in dieser großen Runde in der auf dem Fraktionstreffen am Dienstagvormittag, wo wir tendenziell immer unter Zeitdruck stehen. Das ist ein Kritikpunkt, den ich daran habe. Also wenn man sowas macht, dann müsste man vielleicht einen anderen Termin finden. Ich glaube auch, dass diese Blitzlichtrunden vielleicht ganz gut geeignet sind, wenn man das dann trotzdem am Dienstagvormittag machen will, weil das auf jeden Fall kürzer ist. Ansonsten haben wir Arbeitskreise, jedenfalls den Arbeitskreis 4 gibt es noch. Oder wir müssen eben gucken, dass wir wieder andere Möglichkeiten schaffen, wo inhaltlich in kleineren Gruppen diskutiert wird, weil das effektiver ist. Und jeder, der sich beteiligen möchte, auch wenn er nicht zum Beispiel im AK4 ist, aber der irgendein Thema interessiert, was da gerade besprochen wird, kann ja kommen. Die Sitzungen sind öffentlich. Ich bin wirklich dagegen, das Dienstagvormittag zu machen. Ja, okay, dann habe ich jetzt den Oliver. Ja, danke schön. Also Die Sache mit Freitag und den AKs ist natürlich richtig. Wir haben am Freitag, und daran sieht man ja, dass vorbereitete Top sozusagen eigentlich super sind. Wir haben am Freitag ja wirklich immer ganz schöne politische Diskussionen und da kommt ja auch durchaus was bei rum. Also das war ja insofern schon mal eine tolle Sache, das auf den Freitag zu legen und sich da auch die Zeit zu nehmen. Und wir haben bei den AKs auch immer sehr schöne politische Diskussionen, was allerdings daran hängt. Und wir arbeiten da fachlich sehr tief und sehr kompetent, was allerdings daran hängt, dass wir dort einfach auch weniger Leute sind. Da funktioniert sowas einfach besser als in so einer großen Runde von 19 Leuten, wo dann vielleicht 3 Leute vorbereitet sind oder vom Thema eine Ahnung haben, die anderen nicht. Der Zeitbedarf für die Vorschläge, die ich gemacht habe, ist ja nicht so groß. Das sind ja 20 Minuten. Das lässt sich auch in einer Fraktionssitzung, am Dienstag meiner Meinung nach locker unterbringen. Zu den Blitzlichtrunden. Es ist mir ein Anliegen, erstens auch Positives, also wirklich Sachen, die gut gelaufen sind, unterzubringen.
Und ja, nicht so dieses Phänomen zu haben, wer am lautesten schreit und wer am größten eskaliert in die Fraktionssitzung, bekommt eine Bühne. Das ist, glaube ich, in der Piratenpartei generell ein großes Problem. Ich glaube, solche Blitzlichtrunden, wenn man es in der Piratenpartei machen könnte, wären auch toll, helfen uns eben nicht dem der Eskalation eine Bühne zu geben, sondern einfach ein generelles Feedback einzuführen. Ich weiß, es gibt auch noch andere Methoden. Andrea hatte auf unserer Gesamtfraktionsklausur da auch zugearbeitet. Eigentlich hätten wir das noch mal weiter verfolgen können. Es ist richtig, normalerweise kommt bei einer Blitzlichtrunde natürlich kein spezielles Ergebnis raus. Dazu gibt es andere Methoden. Aber wir haben ja auch so hier oft, dass wir eine Redeliste haben und dann darf jeder mal was zu sagen und am Ende haben wir kein Ergebnis. Ich glaube, das ist nicht das Problem einer Blitz, also das ist kein Problem, was jetzt eine Blitzlichtrunde lösen kann, aber das ist die Blitzlichtrunde, die gibt für dieses, jeder darf einmal was sagen, einen Raum. Und zwar einen Raum, der zeitlich sehr begrenzt ist und wo man sehr schnell durch ist. Einmal jeder einen Satz und fertig. Dann hat jeder die Chance gehabt, mal was dazu zu sagen. Und ich glaube, wir haben bisher auch Ergebnisse gehabt. Also nur eine Sache, die mir aufgefallen ist, als wir hier angesprochen haben, dass bei Reden die Marke, wo man applaudieren soll, manchmal nicht deutlich genug gesetzt ist oder vorher ein falsches Argument oder ein nicht günstiges Argument kommt, wenn man eine Pause macht, sondern dass man vielleicht nochmal sagen sollte, das darf so nicht sein oder sonst was und dann eine Pause macht. Ich glaube, das habe ich bei mehreren bemerkt, dass das auch funktioniert. Das ist eine Sache, die dann einfach mal angesprochen werden kann an der Stelle, für die wir ja sonst in der Fraktionssitzung nicht einfach so mal ansprechen. Ich mache keinen Top, lass uns mal über das Applaudieren reden in der Fraktionssitzung. Aber an so einer Stelle ist dafür Raum. An Daniel, wenn du über Jeki briefen und überzeugen kannst, finde ich das ja an der Stelle sehr schön, weil dann würden wir auch wissen, mit dem Thema können wir auch die Öffentlichkeit briefen, überzeugen und sagen, dass wir da was tun und dass wir dort Kompetenzen haben. Wenn wir noch nicht mal anfangen, das bei uns selber zu machen, wie soll man das dann der Öffentlichkeit verkaufen? Und jeder kann natürlich ein aktuelles Thema nehmen. Jeder kann natürlich ein aktuelles Thema nehmen, wenn er möchte. Also, und tauschen geht auch noch. Tauschen kann man natürlich die Themen auch noch. Ich möchte auch, dass jeder mal drankommt und sozusagen jeder hat das Anliegen mal irgendwie vielleicht mal mit seinem Thema auch mal alle Fraktionsmitglieder und den Stream mal mitzureißen. Oder nicht nur mit seinem Thema, aber vielleicht auch mit einem aktuellen Thema, mit das, wo er sich reingekniet hat. Diese Möglichkeit bieten wir derzeit überhaupt nicht. Selbst im Plenum nicht. Wenn da jemand seine Rede des Jahres halten möchte, ist trotzdem hat er keine Garantie, dass dann auch alle da sind und so. Nein, auch deshalb finde ich das gut, wenn wir das rotieren sozusagen. Wenn der Vorstand am Montag irgendwie ein Thema rauskramen muss für den Dienstag und worüber wir dann diskutieren, und dann irgendwie erst zu spät das mitteilt, was überhaupt das Thema ist, und dann alle hier halb vorbereitet sind, ja, diskutieren wir mal. Ich glaube, das klappt am Ende nicht. Wir können aber auch das gerne ausprobieren. Ja, vielen lieben Dank. Jetzt haben wir hier den Harald. Entschuldigung. Ja, also ich denke, was der Frank hier vorschlägt, dass das bestimmt... damit rennst du bestimmt offene Türen ein. Ich vermisse hier auch manchmal die genaue Analyse der Position anderer Fraktionen, ja, was hier drin ist. Ich denke, das sollte zu einem Regelpunkt werden, also eine genaue Analyse der anderen Position immer aktuell zu politischen Themen der anderen Parteien hier. Wer die leistet, lasse ich mal dahingestellt. Ja, das könnte der Ingo sein, das könnte aber auch, jemand anders übernehmen. Ich denke... Es gehört genauso dazu,
Ich denke, es gehört genauso dazu, ein Bericht zur politischen Lage, um das mal so salopp zu nennen, ist ja was Ähnliches. Also letztlich finde ich auch, ist es wichtig, Flexibilität, um Daniel aufzugreifen, bei den Themen zu haben. Das muss sich an aktuellen Fragestellungen ausrichten. Und die Koordination kann ja dann über den Vorstand erfolgen. Kurz vorher wird angekündigt, damit auch jeder weiß, was für ein Thema auf den Tisch kommt. Allerdings denke ich mir, hier in der Fraktion soll ja nicht Weiterbildung betrieben werden, da kann man ja auch bei der Volkshochschule einen Kurs belegen, ja, oder intensiv in den AKs arbeiten der Fraktion, sondern hier soll Politik gemacht werden und Politik entschieden werden. Deshalb denke ich, muss hier der Schwerpunkt sein, politische Ausführungen und nicht jetzt, ne, weil einer jetzt als Hobby hat, die Schornsteinfeger-Kehr-Pflichtverordnung. Ich glaube, das habe ich nicht so gesagt. Also das weiß ich nicht, wo du das her hast. Aber Schornsteinfeger-Kehr-Pflichtverordnung ist für viele ein interessantes Thema, ja, aber ich glaube nicht, dass das politisch, also so, ne, ist relevant im Bereich übrigens Wirtschaft, im Wirtschaftsministerium. Ja, kann man sich lange darüber auseinandersetzen. Aber hier, denke ich, müssen politische Themen her und politische Positionierung. Das muss aber über den Vorstand dann aktuell koordiniert werden. Und eine Blitzlichtrunde mit ein, zwei Sätzen, so aus meiner Sicht, mit ein, zwei Sätzen lässt sich nichts aussagen. Ich glaube, dass hier ja gemeint ist eher die Reflexion über das. Und ich denke, man sollte das Reflexion oder Blitzlicht, wie auch immer nennen, aber die ein, zwei Sätze daraus streichen. Jeder MDL rundherum sagt, was ihm eben gefallen hat und nicht, finde ich auch gut, gehört hier auch hin. Also Petitum eigentlich für beides, nur nicht eine festgelegte, auf einen Abgeordneten bezogene Abfolge. Ja, vielen Dank. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir machen gerade eine Stapeldiskussion. Ich bitte euch, irgendwie tatsächlich einen Vorschlag zu machen, wie wir einen Beschluss hinkriegen und nicht einfach nur zu sagen, wie wir die Dinge finden, weil ich glaube, dazu haben wir jetzt eine ganze Menge gesagt. Ich versuche das. Ich habe mich eben gemeldet nochmal, als Daniel sagte, hier organisatorisch, das können wir auch über die Mailingliste oder andere Tools machen. Ja, korrekt. Aber manche Dinge brauchen auch Face-to-Face, wie das hier zum Beispiel. Ist ja auch organisatorisch, aber es gehört halt eine Stunde später. Das ist der Punkt, den ich da eigentlich nur machen wollte, hauptsächlich machen wollte. Es gehört nicht jetzt hierhin. Ich weiß nicht, ob es jemand mitgekriegt hat. Wir hatten eben hier noch ein zweites Fernsehteam. Ich denke mal, die haben aktuell gedreht. Ich gehe davon aus, da die Presseschau von heute auf der ersten Seite fast ausschließlich das Thema Flüchtlingsmisshandlung hat, dass da vielleicht Berichte gibt. Wir haben dann dokumentiert, dass wir uns wunderbar über organisatorische Sachen unterhalten können. Bin da sehr gespannt, was da kommt. Also politische Diskussion, wie wir das gestalten, ob wir mit so einem Thema, habe ich eben schon mal gesagt, das ist völlig egal. Ich glaube, da wird es was geben. Harald hatte auch gerade noch mal ein paar Dinge gesagt. Themen werden wir finden und wir können irgendwas probieren, was wir in den 90 Minuten machen. Aber ich glaube schon, wir müssen anfangen. Jeki wäre auch super, wie Oliver das gerade zusammengefasst hat, dass wir uns alle eine Meinung zu den einzelnen Punkten bilden. Ein Teil des Vorschlags von mir, der hier jetzt noch nicht gesagt wurde, der aber drinsteht, ist die strikte organisatorische Seite, Redezeitbegrenzung. Wir hatten mal den Timer, ich weiß gar nicht, warum der nicht mehr läuft. Redezeitbegrenzung 2 Minuten, 3 Minuten, whatever, pro Punkt. Damit halt nicht Monologe stattfinden, wie ich es jetzt gerade mache. Ich höre jetzt auch gleich auf. Und damit wir ins Diskutieren kommen. Das wäre ein ganz, ganz strikter Punkt, diese Redezeitbegrenzung halt in dem politischen Teil. Wir sollen ja jetzt nicht stapeln, sondern zum Beschluss kommen. Ich würde mich freuen, wenn wir das zum Beispiel abstimmen könnten, dass wir so ein Raster jetzt mal einführen, mit einer Tagesordnung, die vorher rumgeschickt wird für den politischen Teil und es einfach mal versuchen. Und dann aus den Erfahrungen lernen und dann möglicherweise noch mal Dinge ändern. Ja, vielen Dank.
Ich möchte jetzt ungern weiter stapeln, will aber auch noch einen Aspekt mit reinbringen und mich gleichzeitig für eine sehr flexible Lösung aussprechen, wie wir sowas handhaben. Denn alles, was zu einer Politisierung unserer Fraktion beiträgt, auch von der Form her in den Fraktionssitzungen, ist nach meinem Dafürhalten zu begrüßen. Generell haben wir das Problem, dass einerseits der Prozess der politischen Willensbildung, das gilt nicht nur für uns, und der politischen Meinungsbildung im Prinzip sehr intransparent ist. Das gilt für alle Parteien. Da ploppt irgendwas auf und dann hat man dazu eine Meinung und vielleicht erkennt der eine oder andere einen Bezug bei einer CDU-Position zum Grundsatzprogramm. Ich glaube, wir können dazu beitragen, über eine solche Runde so eine Art Feintuning der Fraktionspolitik mit Bezug zum Parteiprogramm transparenter zu machen, wenn wir solche Dinge diskutieren und auch klar zu machen, wie so ein Willensbildungsprozess in so einer Gruppe läuft. Da kann man auch Fehler machen, ist klar. Denn wir haben auch das Problem, dass in der Partei, das ist zumindest mein Eindruck, der rote Faden, der sich durch das Programm zieht und die Idee, die dahinter liegt, nicht so zum Ausdruck kommt, wie das bei anderen Parteien der Fall ist. Das heißt, die Klammer der Piratenprogrammatik lässt sich auch über, glaube ich, über so ein Medium, so eine Diskussionsrunde transportieren. Und der Daniel hat vorhin in dem ersten Redebeitrag ganz weit vorn zur Ergebnisdokumentation eine Frage gestellt. Ich glaube, ein wesentliches Ergebnis kann sein, dass man diesen Prozess der gemeinsamen Bewusstseinsbildung nach außen transportiert und das auch darstellt. Und dazu gehört ein bisschen Selbstdisziplin, dass man irgendwie nicht irgendwelche Reden als Showbühne oder sowas begreift. Aber ich bin der Ansicht, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Dazu kommen auch die Dinge, die Harald angesprochen hat. Politische Analysen der Standpunkte anderer Fraktionen und Parteien, Berichte zur politischen Lage und so weiter. Also ich stelle mir das sehr locker vor und abschließend möchte ich noch sagen, wenn wir mal kein Thema haben für so eine Runde, ich habe überhaupt kein Problem damit, jeden Dienstag 15 Minuten über Sinn und Unsinn von Schuldenbremsen zu reden oder über Informations- und Wissensgesellschaft oder sowas. Das nur als Angebot an die Fraktion. Danke. Der Michel ist jetzt dran. Jo, ich stapel nicht, ich antworte nur drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Erstens, es wird immer wieder gesagt, das wäre hier eine interne Diskussion, das sehe ich völlig anders. Ich glaube, dass das eine Metadiskussion ist darüber, wie wir mit Politik umgehen und ob wir Politik über diese beiden Kameras hier nach außen transportieren oder nicht und wie wir das tun. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir haben, also ich sage ganz konkret kurz was zu den Vorschlägen, nämlich ich glaube, und das ist mein einziger Punkt, den ich bei dem Vorschlag habe, der von Frank kommt, ich glaube, das ist zu wenig Zeit für interne Sachen, weil es wird immer wieder was Internes aufploppen und zu sagen, wir brauchen nur eine Stunde dafür. Wir haben heute schon einen Antrag auf eine Stunde nicht öffentlichen Teil. Damit ist dann die Stunde schon weg. Und die halbe Stunde Puffer, die ist zwar ganz nett, aber ich habe einfach die Befürchtung, dass wir wieder dahin kämen, dass es so wäre, wie wir es schon mal hatten, nämlich, dass wir am Ende eine Tagesordnung vor uns herschieben, die wir nicht abgearbeitet kriegen. Das ist nur bei so einem starren Korsett meine Befürchtung, wenn wir uns diese Flexibilität nicht mehr geben. Und der dritte Punkt, und das ist der, wo ich am meisten innerlich aufgewühlt bin, es wird immer gesagt, wir brauchen politische Diskussionen zu aktuellen Themen. Ich möchte daran erinnern, dass wir das schon gemacht haben. Wir haben nämlich in der Plenarvorbereitung über jeden einzelnen Antrag hier geredet. Wir haben den Standpunkt der anderen dargestellt, wir haben unseren Standpunkt dargestellt und wir haben darüber ein bisschen diskutiert, dann fingen Diskussionen an und dann hieß es, nee, das können wir alles nicht machen, hier politisch diskutieren, das dauert alles viel zu lange. Wir gehen jetzt ratter, das Pad nur noch durch und am Ende haben wir dann Redner und welcher Referent ist dafür zuständig und dann muss das auch reichen. Und jetzt zu sagen, wir müssen regelmäßiger über aktuelle politische Diskussionen reden, halte ich für ein bisschen schwierig, weil genau das haben wir vor ungefähr einem Jahr abgewürgt, als wir gesagt haben, wir machen diese intensive Vorbereitung auf das Plenum nicht mehr hier in dieser Runde. Dankeschön, Olaf. Ja, ich möchte auch nur zu einem Punkt was sagen, und zwar zu dem, was ich so wahnsinnig charmant an der Überlegung finde, das wirklich rotierend zu machen. Es wird ja irgendwie gesagt, ja, dann hätte das aber nicht unbedingt den Aktualitätsbezug. Ich sehe das ein bisschen anders.
Die reinen aktuellen Sachen, von denen Joachim gerade gesprochen hat, die aufploppen oder so, die müssen sowieso halbwegs schnell von den Fachpolitikern, weil da braucht man auch relativ schnell eine Reaktionszeit. Die Sachen, die sonst aktuell sind, ich meine, jeder hat bestimmt x Themen, die er derzeit bearbeitet und könnte davon sicherlich nennen, welche davon aktueller sind, welche davon wichtig sind und welche davon unwichtig sind. Ich für mich habe zum Beispiel ein Jahr lang, Schulsozialarbeit wäre kein Thema gewesen, hätte ich jedes in dem letzten Jahr zu jedem Zeitpunkt und es wäre jedes Mal aktuell gewesen. GEPA, genau dasselbe, ist seit einem Jahr aktuell, läuft jetzt aus und wäre ein Jahr aktuell gewesen, die Leute wären irgendwann mal informiert gewesen. JEKI ist jetzt aktuell, wäre schön gewesen, wenn wir das vorher schon mal besprochen hätten. Und genau das, dafür kann man diese rotierende Sache nehmen. Für die hyperaktuellen Sachen, das ist sowieso meistens eine Reaktionszeit von den Fachpolitikern, weil wir da gar nicht so eine lange Zeit haben, darüber zu diskutieren. Also wenn die Sache Mittwoch aufploppt, machen wir jetzt mal den blödsten Fall oder am Dienstagnachmittag, dann ist schon bis nächste Woche, ist das Ding schon nicht mehr teilweise aktuell, diese hyperaktuellen Sachen. Das heißt, es geht eigentlich doch mehr darum, auch eine Beständigkeit nach draußen zu zeigen, also zeigen, wo arbeiten wir dran, was ist lange hier im Landtag. Und dann wäre es einfach wirklich schön, dass wir es machen können, ohne dass sich die Leute jemals um diesen Punkt prügeln müssen. Jetzt bin ich aber dran oder meins ist aktueller oder meins ist noch aktueller und meins ist hyperaktuell oder meins ist absolut hyperaktuell. Jeder ist mal dran und wenn dann wirklich mal ein Austauschen da sein muss, ja gut, dann kann man unter Umständen, aber das ist dann natürlich rein zwischen zwei, also vier Augen, ob man dann die Leute mal fragt, ob man die Sache vielleicht mal tauschen kann, ob man dann einen nicht auch eine Woche später halten kann. Aber ansonsten finde ich das einfach gut, weil das eine Kontinuität auch zeigt, wie wir arbeiten. Und nicht einfach nur, wie letztens auch gesagt worden, hier über jedes Stöckchen springen, also immer nur hinterherhecheln. Wenn wir nur die hyperaktuellen Themen nehmen und hier besprechen, dann hat das so ein bisschen so ein Gefühl, als für mich so ein bisschen das Gefühl, als wenn das nach außen kommt, als wenn wir immer nur hinterherhecheln würden. Wir müssen irgendwie auch eine Kontinuität an den Tag legen. So, ich habe jetzt noch den Frank auf der Rednerliste und möchte euch bitten, Oliver noch, und dann würde ich aber gerne den Tagesordnungspunkt beenden. Ja, zügig Abstimmung, ganz kurz. Michelle, weil du auf den, ich sage jetzt mal, internen Teil und vielleicht zu kurz. Ich glaube, auch da würden wir mit der Zeit gewinnen, weil auch da steht eine strikte Begrenzung drin. Von den einzelnen Punkten. Das heißt, wenn wir einen Punkt haben, der wichtig ist, dann wird am Ende der Zeit, Viertelstunde hatte ich, glaube ich, reingeschrieben, ein Ergebnis festgehalten mit dem, was dann in der nächsten Woche weiter besprochen wird. Und da wird dann halt auch weitergemacht. Und dazwischen gibt es Zeit, sich auszutauschen. Bisher haben die endlos offenen internen Punkte überhaupt, ich sage mal, fast nie was gebracht, weil im Ergebnis hat jeder mal irgendwas gesagt. In der Sache hat uns nicht weitergebracht. Wenn wir das begrenzen, ein Ergebnis, einen Stand oder sowas festhalten und wie gesagt daran eine Woche später weiterarbeiten und in der Zwischenzeit Abstimmungen machen, dann glaube ich, dass uns das auch bei den internen Punkten weiterbringt und wir wesentlich mehr Dinge abgearbeitet kriegen, als wenn wir einfach eine offene Zeit haben und immer nur im Kreis diskutieren. Dankeschön. Danke, Olaf, für den Beitrag. Das war im Grunde das, was ich meinte, mehr Kontinuität. Und wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir eben nicht klein-klein immer den aktuellen Dingen hinterherrennen wollen, sondern wir möchten auch eigene Schwerpunkte und Marken setzen. Dafür ist das da. Und wenn wir das eine institutionalisieren, heißt es ja nicht, dass wir nicht über aktuelle Themen zusätzlich sprechen können. Deshalb ja die Zeitbegrenzung. Ich mache noch drei Antragsvorschläge für Franks Teil, weil das jetzt hier aufkam, aber Frank ja jetzt im Grunde nur als ein Antrag dasteht. Ich würde Antrag Nummer 1 sagen, Franks Zeitraster so abstimmen, wie es da steht. Nummer 2, Franks Antrag aber nur 45 Minuten für den politischen Teil zu nehmen statt 90, weil das hier mehrmals in der Diskussion auftauchte. Und Franks Antrag aber, ich wundere mich, dass das hier nicht Thema war, Franks Antrag aber mit Stream im zweiten Teil, also ab 12 Uhr, würde ich zur Abstimmung stellen. Ich würde meine Anträge so lassen, was die Abstimmung betrifft. Für den zweiten gibt es ja da noch so ein paar Alternativen, sollte man sich generell dafür entscheiden. Daniel noch?
Ich halte das für super wichtig, was wir da abstimmen, weil das irgendwie wirklich ja in den Kernbereich unserer Fraktion halt eben hineingreift. Das mag jetzt mein persönliches Problem sein. Ich würde gerne nochmal nachdenken. Also Olaf hat zum Beispiel gerade ein paar gute Argumente gebracht, für mich persönlich, die mich davon überzeugen könnten, dass das vielleicht mit so einem vorgegebenen Raster, was die Reihenfolge angeht, vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wie ich vorher gedacht habe. Ich würde mir aber gerne tatsächlich nochmal Gedanken machen, wie wir trotz alledem eine gewisse Flexibilität da reinbringen können. Wenn wir das jetzt abstimmen, würde ich mich wahrscheinlich im Moment erstmal gegen alle eher aussprechen, weil ich tatsächlich nicht genau weiß, welches am sinnvollsten ist. Ich habe einen Vorschlag. Wir haben jetzt 2 Wochen sitzungsfreie Zeit. Das heißt, eine Neuregelung würde so oder so erst für die erste Fraktionssitzung nach der sitzungsfreien Zeit Ende Oktober greifen. Wollen wir versuchen, also wir haben das Ding ausdiskutiert oder ziemlich weit ausdiskutiert. Wollen wir versuchen, daraus tatsächlich Umlaufbeschlüsse zu machen, die parallel laufen und die wir ganz normal in, ich sag mal, unserem bekannten Approval Voting, also das Ding, was nachher halt die meiste Zustimmung bekommt, machen wir so und lassen das dann tatsächlich ab der ersten Fraktionssitzung nach der sitzungsfreien Zeit dann so laufen. Wenn das dann für denjenigen, mit dem wir dann, ich sag mal, mit diesem politischen Slot anfangen, wie auch darf immer der aussehen mag, dann tatsächlich Joachim, passt. Joachim, wenn du schon quatscht, mach wenigstens das Mikro aus. Aber sonst kriegt der Stream das ja nicht mit. kurz nochmal, ich hätte wirklich die Bitte, das nochmal einmal wirklich zurückzuziehen. Wir disziplinieren uns alle, dass wir in der sitzungsfreien Zeit das eben per Umlaufbeschluss durchgehen und dann Ende Oktober wirklich damit so anfangen können. Also ich würde gerne noch mal drüber nachdenken und möglicherweise auch an entweder Franks oder Ollis Antrag irgendwie dran basteln und vielleicht auch gemeinsam irgendwie noch mal eine Alternative zu erarbeiten. Eigentlich wollten wir, dass der... Also ich bin, Olli hat die 3 Anträge zusammengefasst, ich bin dafür, die abzustimmen. Es steht da, der Antrag sei ausdiskutiert. Ich finde, das ist eine sehr gute Gelegenheit, die 2 Wochen sitzungsfreie Zeit, dass diese erste Sitzung dann vorbereitet werden kann mit einer Tagesordnung in einem neuen Raster. Wir können, lass es uns probieren, wir können auf jeder Sitzung das neu vereinbaren. Wir machen jetzt nichts irgendwie für die Ewigkeit. Wir können es immer wieder sagen, hey, das war Kacke heute, lass uns das nächste Mal anders machen. Aber lass uns nicht irgendwie schieben. Wie gesagt, die Sitzungsleitung hätte wunderbar Möglichkeiten vorzubereiten in den 2 Wochen jetzt. Ich finde, das ist eine tolle Gelegenheit. Lass uns das bitte abstimmen und gegebenenfalls enden. Ja, Frank, jetzt muss ich mich ausnahmsweise doch melden als derjenige, der dies dann zusammen mit dem restlichen Vorstand organisieren muss. Ich habe nicht die Zeit, jetzt 2 Wochen lang eine Tagesordnung fürs nächste Mal vorzubereiten an der Stelle. Dann würde ich halt auch vielleicht vorschlagen, ich will jetzt hier nicht falsch verstehen, wir können auch einen Tagesordnungsbeauftragten wählen. Nein. Ich würde mir wünschen, wir würden das, was wir letzte Woche hier beschlossen hatten in der Runde. Ich erinnere an das Protokoll von letzter Woche, in dem es hieß, Frank, Olli und Daniel arbeiten einen gemeinsamen Vorschlag aus. Der steht zur Abstimmung. Jetzt dreht sich hier wieder die Diskussion und wir haben wieder 3 bis 4 Vorschläge, Varianten, immerhin 3 letztliche Anträge an der Stelle. Noch ein Nicht-Antrag von Daniel Düngel, das Ding zu schieben. Kommt bitte auf den Punkt, ganz ehrlich. Wie gehen wir jetzt damit um? Da stehen jetzt Anträge. Soll ich jetzt hingehen und sagen,
oder Olli geht jetzt, zieht den Antrag zurück. Bis nächste Woche. Ich meine, nächste Woche haben wir keine Sitzung. Wir haben zwei Wochen. Wir reden nicht von einer ewigen Tagesordnung. Wir reden von der Feststellung von zwei politischen Punkten für die nächste Sitzung. Das ist alles. Da braucht man keine zwei Wochen für. Wir können natürlich schieben. Ich weiß nur nicht, wohin und ich weiß nicht, warum. Weil das ist ausdiskutiert. Wir können jede Woche wieder ändern. Es ist einfach nur eine Struktur für die Tagesordnung. Mehr ist es nicht. Also jetzt noch der Olaf und dann bitte ich tatsächlich darum, die Diskussion. Frank und Oliver, ich bitte euch, zieht ihn doch einfach zurück. Und wenn er so sehr auf euren Antrag bestellt, dann stellt ihn doch bitte, ist doch jetzt einfach eine praktikable Lösung. Was ich hier mitbekommen habe, ist, dass aufgrund der Diskussion, es ist ausdiskutiert, das heißt, alle Argumente sind genannt worden, aber daraufhin haben einige Leute hier gesagt, oh Mann, da möchte ich aber jetzt nochmal drüber nachdenken, weil das hat sich ja ganz, da haben mich einige Leute überzeugt von den Argumenten und ich weiß es jetzt eigentlich gar nicht mehr richtig. Und da möchte ich eigentlich den Leuten ganz gerne zwei Wochen oder eine bestimmte Zeit geben. Zwei Wochen ist jetzt Blödsinn, eine bestimmte Zeit geben. Und deswegen wäre es doch zumindest charmant, diese Anträge ins Redmine zu stellen als Umlaufbeschluss und dann müssen sie ja beim nächsten Mal abgestimmt werden, wenn sie dort nicht mit der entsprechenden Mehrheit abgestimmt werden. Das heißt, du schiebst das jetzt noch eine Fraktionssitzung. Das würde ich dich einfach bitten. Dadurch hast du auch eine höhere Chance. Und deswegen würde ich dich bitten, dann hast du auch eine höhere Chance, dass dein Ding angenommen wird. Und genau deswegen würde ich diesen Verfahren dich bitten, es so zu tun. Jetzt habe ich wieder den Frank und dann den Olli. Ja gut, Olli ist ja derjenige, der den Antrag dann auch zurückziehen muss. Ich habe ihn ja so gar nicht gestellt jetzt hier. Also wenn ich mich jetzt eine Woche zurückerinnere, haben wir genau das Gleiche in der letzten Woche gesagt. Wir können es von mir aus nochmal machen. Oliver, bitteschön. Zunächst, ich hat mich nicht erinnert, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, ein gemeinsamer Antrag entstehen soll. Steht auch nicht im letzten Protokoll. Ich habe extra nachgeguckt. Da steht, wir schieben, damit wir es nochmal reflektieren können. Und damit vielleicht gegebenenfalls was zusätzlich in Zukunft, könnte man sagen. Aber ich würde gerne den Antrag von Daniel Düngel schieben und Umlaufbeschlüsse für den gesamten Top 5 gerne jetzt wenigstens als Meinungsbild kurz mitnehmen, ob das so gewünscht ist, weil wenn nicht, heißt es vielleicht ja, wir wollen sofort wegstimmen oder wir wollen sofort annehmen, dann können wir es auch hier behandeln. Wenn wir da jetzt einmal kurz das Meinungsbild machen, dann haben wir es und dann, klar, wenn das Meinungsbild so ausfällt oder der Antrag oder wie auch immer, dann machen wir das so. Okay, machen wir das so, wie Olli gesagt hat. Wer ist der Meinung, dass wir jetzt... Ach, der Toso. Ich will abstimmen. Du willst abstimmen. Gott sei Dank. Wer ist der Meinung, dass wir das jetzt in Form von Umlaufbeschlüssen halt abstimmen sollen, die der Olli und der Frank entsprechend einstellen? Ich muss nicht aufschreiben, ne? Ja, ich teile dem Antragsteller mit, das sieht nach einer relativ eindeutigen Mehrheit aus. Dann machen wir das doch so. War sogar eine verfassungsändernde Mehrheit, okay. Ja, damit sind wir am Ende von Top 5 und wir haben noch Top 6 Sonstiges. Hinweis Opt-out Day. Ich weiß nicht, wer dazu was sagen möchte. Toso? Die Pause kommt ja dann danach. Wenn man weiter runterscrollt, stellt man fest, so weit geht es gar nicht mehr. Ihr findet auf dem Link einen kleinen Flyer zum Opt-out-Day. Am 11. Oktober dieses Jahr ist Opt-out-Day. Macht doch lokal auch was dazu. Tragt das auch nochmal in die Kreise. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da einfach mal ganz normal basisaktiv werden könnten. Wäre total toll. Dankeschön. Ja, dann möchte ich zu diesem Termin sagen. Der Frank ist dran. Kurz, ja genau. Ja, der 11. ist nämlich nicht nur der Opt-out-Day, sondern das ist auch ein europaweiter TTIP- und CETA-Action-Day und den bitte ich sehr, sehr ernst zu nehmen. Da gibt es auch Material, nicht nur von Piraten, auch von Piraten natürlich. Wir haben aktuell die Diskussion in der Presse, TTIP kennt jeder so ungefähr, CETA kennt keiner oder wenige. CETA kommt aber vorher, unser Bundespräsident Gauck war am Wochenende in Kanada und hat gesagt, ja, das findet er alles ganz toll, wenn wir das Ding verabschieden.
Wirtschaftsminister Gabriel ist auch dabei, das gut zu finden, fängt mit irgendwelchen Nachverhandlungen an, die er gerne machen möchte, die aber gar nicht vorgesehen sind. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist, CETA ist der Vorläufer von TTIP, ist ein anderes Land, ist Kanada, aber multinationale Konzerne haben auch da ihre Niederlassungen. Ganz wichtiger Punkt, was halt diskutiert wird bei TTIP immer, ist diese Schiedsgerichtsgeschichte. Bei TTIP kann man die sogar rausnehmen aus den Verhandlungen. Das hat Barroso gerade gesagt und das wird in Brüssel jetzt kolportiert, dass man das also dann rausnehmen kann und dann ist ja alles gut. Bei CETA ist genau das Gleiche drin, aber da ist nicht vorgesehen, das rauszunehmen. Das geht vom ganzen Konstrukt nicht. Du kaperst gerade das Thema. Bitte? Du kaperst gerade den Tagesordnungspunkt. Brauche ich alles gar nicht. Okay, also ich sage nur, das ist ein unglaublich wichtiger Tag. Ganz viel sollten wir rausgehen, ganz viel Infostände machen. Sorry dafür. Und es ist wichtig, CETA zum neuen ACTA zu machen. Das ist ein ganz... Okay. Gut. Ja. So, ich mache das jetzt mal anders als Herr Frank. Ich werde das nicht in allen epischen Breite erklären, warum. Es ist auch weltweit der Anti-Fracking-Tag. Und die Fracking-Initiativen arbeiten eng mit der Anti-TTIP- und CETA-Bewegung zusammen. Die haben das Thema voll auf dem Schirm. Das heißt, wir haben da mehrere gute Themen, zu denen wir klare Positionen haben und wo wir da draußen was machen können. Und das sollte man wirklich dann auch massiv forcieren und machen. Okay, eine Ergänzung dazu, weil wo wir dann aber aufpassen müssen, wenn das so viele Action Days an einem Tag sind, dass das nicht gelingt, das als Aluhutträgertag abzustempeln, sondern dass wir da ernsthaft bleiben in der Diskussion und in der Argumentation, weil sonst ist es halt für den Gegner, politischen Gegner, leicht, den ganzen Widerstand abzukanzeln als, naja, das sind halt die, ne, Occupy Everything oder so. Also ernsthaft bleiben in der Diskussion und diskutieren mit Inhalt, das wäre super. So, das war's, glaube ich, keine Redebeiträge mehr. Wir machen Pause bis 11.50 Uhr. 11.55 Uhr, yes, zu wenig. Ach so, wir machen bis 12 Uhr Pause und dann machen wir nicht öffentlich weiter, wenn ich das richtig sehe. Ja, bis zum Ende.